Dan Browns Roman Sakelek ist ein wahres Phänomen. Etwas, das nur einmal in einer Generation vorkommt. Im Gegensatz zu anderen erfolgreichen Romanen hat dieses Buch jedoch genauso viel Kritik wie Beifall geerntet. Diese Geschichte um einen geheimnisvollen Mord rüttelt an den Grundfesten des christlichen Glaubens. Für die einen ist Sakelek eine Erleuchtung, für die anderen äußerst störend. Mit den Worten des Autors gesprochen, diese Themen haben einen tief spirituellen Nachhall. Und den haben sie tatsächlich. Anders als andere Romanautoren besteht Dan Brown jedoch darauf, dass die Themen, die er anspricht, Tatsachen entsprechen. Kann es möglich sein, wie einer der Charaktere im Buch erklärt, dass alles, was uns unsere Väter über Christus erzählt haben, falsch ist? Stimmt es, dass es eine Verschwörung unter den frühen Kirchenvätern gab, um die wahren Lehren des Jesus von Nazareth zu verdecken? Glaubten Jesus' Anhänger tatsächlich, er sei nur ein sterblicher Prophet? Und ist seine Göttlichkeit nur eine einfache Erfindung, die einem römischen Kaiser aus dem 4. Jahrhundert gelegen kam? Gibt es in den Werken Leonardo da Vincis geschickt verborgene Informationen, die belegen, dass Jesus mit Maria Magdalena verheiratet gewesen ist? Gibt es Geheimorganisationen, die vor Jahrhunderten gegründet wurden und in der modernen Welt um uns herum immer noch tätig sind? Waren Leonardo da Vinci, Sir Isaac Newton, Sandro Botticelli und andere wichtige Persönlichkeiten daran beteiligt, diese Geheimnisse vor der Zerstörung durch die Kirche zu bewahren? Hat Dan Brown belegbare Tatsachen aufgedeckt? Oder hat er einfach einen neuen Weg gefunden, einen Roman zu verkaufen? Seien Sie bereit für eine Reise in die Welt der klassischen Kunst, der Religion, der Mysterien und Abenteuer. Wir untersuchen diese und viele andere kontroverse Fragen, die dieses aufrüttelnde Buch bestehend aus Fakten und Fiktion ausgelöst hat. Der Roman Sakelek ist zweifellos ein herausragender Bestseller. Er ist in jeder Beziehung ein gelungener und mitreißender Thriller, voller rätselhafter Verflechtungen und Wendungen, die den Leser so lange an dieses Buch fesseln, bis der letzte Schurke gefasst, getötet oder entlarvt ist. Aber der Autor stellt von Anfang an einige Thesen in den Raum, die den Leser erschüttern. Dem Buch zufolge war Jesus mit Maria Magdalena verheiratet und die beiden hatten Kinder miteinander, deren Nachkommen letztendlich in ein französisches Königshaus einheirateten. Noch aufsehenerregender ist es, dass die christliche Kirche dies jahrhundertelang gewusst haben soll. Sie hielt dieses Wissen geheim, aus Angst, ihre Macht könnte verloren gehen. Aber was hat Leonardo da Vinci mit all dem zu tun? Und warum folgten einem Roman, der laut Definition Fiktion enthält, gut ein Dutzend Sachbücher, die sich kritisch mit seinen Schlussfolgerungen auseinandersetzen? Erzählt Dan Browns Roman die Wahrheit? Der Autor selbst erklärt, er sei mit einer Kunsthistorikerin verheiratet, das Buch würde verheimlichte Wahrheiten enthalten und jedes Detail sei sorgfältig nachgeprüft. Die Handlung und die Darsteller sind natürlich erfunden, aber Brown besteht darauf, dass die religiösen Organisationen, die Architektur, die geschichtlichen Fakten und die Kunstwerke vollkommen authentisch sind. Dem wollen wir nachgehen und dazu besuchen wir zunächst eines der größten Kunstmuseen der Welt. Der Louvre in Paris darf zu Recht für sich in Anspruch nehmen, eine der bedeutendsten Sammlungen klassischer Kunst zu besitzen. Darunter befinden sich auch einige Werke des großen Meisters aus der Renaissance, Leonardo da Vinci. Dies ist der Schauplatz für den kaltblütigen Mord, der am Anfang von Dan Browns Buch steht. Fassen wir einmal die wichtigsten Tatsachen zusammen. Das Mordopfer ist der Kurator des berühmten Museums. Und er ist der Großmeister eines jahrhundertealten Geheimbundes, bekannt als Prieuré de Sion. Der Mörder, ein bärenstarker Albino, ist Mitglied einer anderen geheimnisvollen religiösen Sekte mit dem Namen Opus Dei. Falls Sie das Buch noch nicht gelesen haben, seien Sie beruhigt. Wir verraten Ihnen damit nicht zu viel. Das Rätsel, das diesen Mord umgibt, ist nicht die Frage, wer ihn verübt hat, sondern warum er geschehen ist. Der Mord und der Mörder sind Teil der Eröffnungsszene. Das Opfer jedoch lebt noch lange genug, um eine verschlüsselte Botschaft in Form komplexer Codes zu hinterlassen. Die Hauptakteure des Romans, Robert Langdon, ein Symbolologe, und Sophie Nouveau, die Enkelin des Opfers und Kryptografin, versuchen nun, diese Codes zu knacken.
Schon bald stehen sie unter Zeitdruck, denn Langton wird rasch der Hauptverdächtige in diesem Mordfall. Wir wissen natürlich, dass er unschuldig ist, aber immer weitere verwirrende Hinweise führen den Leser zur Prieuré de Sion. Dieser Geheimbund soll, neben vielem anderen, das der Leser erfährt, den berühmten Orden der Tempelritter gegründet haben. Als nächstes wird der Leser mit einigen Ereignissen konfrontiert, die mit dem bisher Geschehenen scheinbar nichts zu tun haben. Zunächst geht es um die bösartigen Absichten eines Führers des Opus Dei, einem geheimnisumwitterten Ableger der katholischen Kirche. Dann geht es um die politischen Schachzüge Konstantin des Großen und einer scheinbaren Liebesaffäre zwischen Jesus und Maria Magdalena. All das sind natürlich nur Handlungen in einer fiktiven Romangeschichte. Glaubt man aber den Experten, hat Dan Brown genau damit eine Grenze überschritten. Würde dieser Roman nur aus Fiktion bestehen, gäbe es kein Problem. Aber der Autor hat überall erklärt, das ist keine Fiktion, das ist alles wahr. Er hätte eigentlich versucht, viele der Aussagen im Roman zu widerlegen. Aber nun würde er daran glauben. Was sagt Dan Brown selbst dazu? Glaubt er tatsächlich, dass die Geschichten über Geheimbünde und der Ehe zwischen Maria Magdalena und Jesus wahr sind? Wir haben Dan Brown eingeladen, dazu Stellung zu beziehen. Er hat abgelehnt. Er hat auch die Erlaubnis verweigert, an dieser Stelle früher ausgestrahlte Interviews und persönliche Stellungnahmen zu zeigen. Dan Brown hat seine Position jedoch während einer Fernsehsendung vor Millionenpublikum bereits dargelegt. Er sagte, Zitat, »Ich begann als Skeptiker. Als ich meine Recherchen zu Sakrileg begann, glaubte ich wirklich, ich könne vieles von der Theorie über Maria Magdalena, dem Heiligen Blut und so weiter widerlegen. Aber ich bin ein Gläubiger geworden. Aber an was glaubt er? An die Ehe zwischen Jesus und Maria Magdalena? An die Intrigen des Opus Dei? An die dunklen Machenschaften der Prieuré de Sion? An die Macht Konstantins, die Göttlichkeit von Jesus Christus durchzusetzen? Oder an all diese Punkte? Was die Kritik an Dan Browns Buch teilweise schwierig macht, ist, dass er ganz bewusst versucht, den Eindruck zu erwecken, alles würde auf Fakten basieren. Der Leser wird sofort mit einem Vorwort konfrontiert, in dem erklärt wird, die Prieuré de Sion wurde im Jahr 1099 gegründet und ist eine Geheimgesellschaft, die bis heute existiert. Und auf derselben Seite sagt man uns sinngemäß, die päpstliche Personalprälatur Opus Dei ist eine ultrakonservative katholische Sekte. Und dann folgt, sämtliche erwähnten Werke der Kunst und Architektur und alle Dokumente sind wirklichkeits- bzw. wahrheitsgetreu wiedergegeben. Mr. Brown lässt sich durch diese Erklärung sehr wenig Spielraum. Das Vorwort, das diese sogenannten Fakten als fundamentale Wahrheiten darstellt, nimmt diesem Roman den Status, ein rein fiktives Werk zu sein. Die Behauptungen von Dan Brown stehen im Zentrum unserer Ermittlung. Vor allem die Gründe, die er für die Richtigkeit seiner Thesen angibt. Dabei werden wir jeden Punkt detailliert untersuchen. Beginnen wir mit der Prieuré de Sion. Dan Brown behauptet, Folgendes sei ein Fakt. Die Prieuré de Sion wurde im Jahr 1099 in Jerusalem gegründet und ist eine Geheimgesellschaft, die bis heute existiert. Und im Jahr 1975 wurden in der Pariser Nationalbibliothek Dokumente entdeckt, die unter der Bezeichnung Dossier Secret bekannt geworden sind und aus denen hervorgeht, dass eine Reihe berühmter Männer der Prieuré angehörten. Darunter Sir Isaac Newton, Sandro Botticelli, Victor Hugo und Leonardo da Vinci. Demnach stand da Vinci eindeutig in Verbindung mit diesem alten Geheimbund. Laut dem Roman hat dieser Bund den mächtigen Orden der Tempelritter gegründet, der sein Hauptquartier hier auf dem Tempelberg in Jerusalem hatte. Unter dem Vorwand, die Pilger auf ihrem Weg ins Heilige Land zu schützen und mit dem Segen des Papstes begannen die Templer Reichtümer anzuhäufen und sicherten sich immense politische Macht. Und wieder wird aus einer Vermutung eine Tatsache gemacht. Die nächste Tatsache, die in den Raum gestellt wird, hat mit etwas zu tun, das ein wenig näher an unserer Zeit liegt. Zwei der Hauptdarsteller in Sakrileg, Silas, der mordende Albino, und Bischof Aringarosa sind Mitglieder des Opus Dei. Diese Organisation ist relativ jung und wir können sie deshalb etwas genauer untersuchen. Das Opus Dei wurde am 2. Oktober 1928 gegründet. Die Mitglieder sind überwiegend Laien, nur etwa 2% von ihnen sind Geistliche. Das Opus Dei hat etwa 80.000 Mitglieder in 60 Ländern.
Das Hauptquartier ist in Rom. Und 1982 gab der Papst der Organisation den Status einer Personalprälatur. Am 6. Oktober 2002 wurde der Gründer des Opus Dei, José María Escrivá, heilig gesprochen. Und es gibt tatsächlich ein Opus Dei-Gebäude in der Lexington Avenue 243 in New York. Brown hat also recht. Dieses Haus gibt es tatsächlich. In seinem Buch wird jedoch weit mehr beschrieben. Ist die bloße Existenz des Gebäudes ein Beweis für Browns These, dass darin dunkle und mysteriöse Machenschaften stattfinden? Ist das Opus Dei deshalb schon eine Geheimsekte? Gibt es Mönche, die sich in abgedunkelte Kammern zurückziehen und sich in seltsamen Ritualen selbst Schmerzen zufügen? Gibt es einen Bischof des Opus Dei und geht die Prälatur andere Wege als die Kirche? Hat man die Dossiers Secret tatsächlich gefunden? Und falls ja, sind sie authentisch? Wir werden versuchen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Und wir werden versuchen, die Frage zu beantworten, ob die Aussage am Anfang des Buches, sämtliche Werke der Kunst und Architektur und alle Dokumente sind wirklichkeits- bzw. wahrheitsgetreu wiedergegeben, tatsächlich zutrifft. Indem er das berühmte Abendmahl mit einbezieht, bringt der Autor Leonardo da Vinci ins Spiel. Und wiederum entsteht beim Leser der Eindruck, letztendlich sei alles wahr. Im Mittelpunkt all dieser sogenannten Fakten steht Maria Magdalena. Dan Brown behauptet, sie sei der heilige Gral. Der Gral sei kein Gegenstand, kein Kelch. Laut Dan Brown ist er eine Person. Er erklärt, gemeint sei zwar der Schoß Maria Magdalenas, aber im Ganzen gesehen ist es sie selbst. Laut Dan Brown ist sie die Mutter, die Gründerin des Stammbaums der Nachfahren von Jesus Christus. Diese Dynastie habe die merowingische Linie der französischen Könige gebildet. Dies sei verborgen gehalten worden von einem angeblichen Geheimbund mit dem Namen Prioré de Sion. Und das Mordopfer im Buch war der letzte Großmeister der Prioré de Sion. Robert Langdons Aufgabe als Held des Buches ist es, dies alles aufzuklären. Ansonsten würde dieses Wissen für immer verloren gehen. Und erneut stehen wir vor dem Dilemma, was ist Fakt und was ist Fiktion? Können all diese Fakten, ja kann überhaupt einer dieser Fakten, einer genaueren Untersuchung standhalten? Gab es im Jahr 1099 eine Prioré de Sion? Gründete sie den Templerorden als ihren militärischen Ableger? Ist es möglich, dass Maria Magdalena mit Jesus verheiratet war? Nahm sie unter den Jüngern eine besondere Rolle ein und enthält Leonardo da Vincis berühmtes Abendmahl geheime Codes, die die Theorie um Maria Magdalena stützen? Dan Brown ist nicht der erste Autor, der über eine Art Affäre zwischen Jesus und Maria schreibt. Tatsächlich ähneln viele Angaben in Dan Browns Roman den Aussagen des 1983 erschienenen Sachbuchs Der Heilige Gral und seine Erben. Die Autoren erklären, ihr Buch sei eine nicht fiktive Studie der Religionsgeschichte. Mittlerweile führen sie in Großbritannien einen Rechtsstreit über das Urheberrecht gegen die Herausgeber von Dan Browns Roman. Der Vorwurf? Diebstahl von geistigem Eigentum. Und noch ein weiterer Autor, Louis Perdue, glaubt, die Fakten in Sakrileg legen zu nah an der Fiktion in seinen zwei Büchern The Da Vinci Legacy aus dem Jahr 1983 und The Daughter of God, erschienen im Jahr 2000. Als ich Sakrileg zum ersten Mal las, waren es nicht die massiven Ähnlichkeiten, die mich wirklich beunruhigten. Ich entdeckte Fehler, die nur ich gemacht haben kann, die nun in Sakrileg wieder auftauchten. Als ich The Da Vinci Legacy schrieb, machte ich einen Fehler. Ich erklärte, dass Leonardo seinen Codex Leicester auf Pergament geschrieben hätte. Und wo taucht dies wieder auf? In Browns Sakrileg. Dann verwende ich weibliche geistliche Charaktere, die mit der Heldin verwandt sind, wie Dan Brown. In The Da Vinci Legacy wird, wie in Sakrileg, der vierte Kunstexperte ermordet und dieser hinterlässt eine Nachricht, die mit seinem eigenen Blut geschrieben ist. Auf seinem eigenen Körper. Und in beiden englischsprachigen Büchern geschieht dies auf Seite 35. Und es geht weiter.
In beiden Büchern hinterlässt ein Kurator der Heldin einen goldenen Schlüssel, verborgen in einem auf Holz gemalten Kunstwerk, das eine Heilige zeigt. Dieser goldene Schlüssel schließt kein Schloss. Er steht in Verbindung mit einem Depot in einer Zürcher Bank, in dem ein Kästchen liegt, das durch eine Kombination verschlossen ist und in dem wichtige Geheimnisse verborgen sind. Wäre The Da Vinci Legacy nicht 20 Jahre älter als Sakrileg, würde ich denken, all meine Einfälle kämen von Dan Brown. Brown dagegen erklärt, er hätte nie zuvor etwas von Louis Perdue gehört und erkenne nichts von seinem Werk. Der Roman ist nicht auf aktuelle, nachvollziehbare Ereignisse aufgebaut. Die Geschichte basiert voll und ganz auf sogenannten Fakten. Die Richtigkeit dieser Fakten ist jedoch ausschlaggebend für die moralische Integrität des Buches. Die Charaktere sind zweifellos alle fiktiv, aber sie enthüllen im Laufe der Handlung Geheimnisse, die laut Dan Brown von anderen Historikern, Kunstexperten und Wissenschaftlern vor der Welt versteckt wurden. Basiert sein Buch auf Tatsachen? Stellt es dann nicht die Integrität all dieser erwähnten Experten in Frage? Die Beschreibung der Maria Magdalena in Dan Browns Roman ist einer dieser kritischen Punkte. Sie wird darin als Auserwählte unter den Jüngern beschrieben und sie ist Jesus' Frau. Es gibt absolut keinen historischen Beweis dafür, dass Jesus verheiratet war. Aus biblischer wie auch aus historischer Sicht gibt es keinen Hinweis und keinen Anlass für diese Annahme. Das schwerste Vergehen unter vielen ist, dass der Roman die Magdalena-Häresie ausposaunt. Legenden über Jesus und Maria Magdalena kamen erstmals in Südfrankreich im 9. Jahrhundert auf. Einige bringen Maria Magdalena sogar mit der heidnischen Göttin Isis in Verbindung. Browns Roman versucht nun, diese hanebüchene Vorstellung mit Anspielungen aus den gnostischen Evangelien zu unterstützen. Es gibt nicht den kleinsten Beweis, dass Jesus mit Maria Magdalena verheiratet war. Um so eine Theorie in den Raum zu stellen, muss man schon eine rege Fantasie haben, denn historische Quellen gibt es dafür nicht. Liberale und konservative Gelehrte meinen, dass es keinen Beweis für die Ehe von Jesus mit Maria Magdalena gibt. Meinen Schülern sage ich, wenn Liberale und Konservative übereinstimmen, ist es vermutlich richtig. Man kann leicht sagen, der Leser soll sich diesem Buch wie einem Roman nähern. Da stimme ich auch vollkommen zu. Das Problem ist aber, dass Dan Brown sein Buch so geschrieben hat, dass es den Leser in den Glauben lässt, die historischen Erklärungen und die Erklärungen über die Kunst seien wahr. Tatsache ist, sie sind es nicht. Und genau diese Behauptungen haben die Historiker außergewöhnlich verärgert. Millionen von Menschen lesen dieses Buch, um Informationen über Religion, Kunst und Geschichte zu bekommen. Eindeutig besser wäre es jedoch, wenn Sie darin nur einen Roman sehen würden. Die Evangelien zeichnen ein Bild von einer Maria, die Jesus tief ergeben ist. Sie kommt mit ihm aus Galiläa. Sie dient ihm, ist bei der Kreuzigung anwesend, steht am Fuß des Kreuzes, kümmert sich um das Grab und ist die Erste, die den auferstandenen Herrn sieht. Es ist Maria Magdalena, die den Jüngern von der Auferstehung berichtet, und sie wird so zur wichtigsten Person unter den Jüngern. Aber es gibt keine Textstelle in der Bibel, die die Beziehung zwischen Maria und Jesus genauer beschreibt. Dan Brown musste also auf eine andere Quelle zurückgreifen. Ist es möglich, dass Leonardo da Vinci als Großmeister der Prieuré de Sion von diesem Geheimnis wusste? Hat er Hinweise darauf in einem seiner bekanntesten Werke versteckt? Leonardo da Vinci stand in Diensten des Herzogs von Mailand. Und der Herzog beauftragte ihn, ein Gemälde vom letzten Abendmahl anzufertigen. Es sollte in dem Kloster Santa Maria delle Grazie hängen. Dort sollte es den Klosterbrüdern während den Mahlzeiten einen erbaulichen Anblick bieten. Im Roman wird uns erzählt, dass Leonardo, der das Geheimnis kannte, Maria Magdalena und nicht den Apostel Johannes zur Rechten Jesu malte. Das ist immens wichtig, um den Roman Sakrileg verstehen zu können. Die Folgerung ist, dass Leonardo nicht nur ein hübsches Gemälde vom letzten Abendmahl gemalt hat. Dies war sein Weg, der Welt etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Importance.
In Dan Browns Buch ist das Abendmahl ein Fresko, das Jesus in dem Moment der Wandlung zeigt, als er sagt, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Und Maria Magdalena sitzt zu seiner Rechten, nicht nur um der Welt zu verkünden, dass sie bevorzugt wurde, sondern weil sie der heilige Gral ist. Nun, das widerspricht allem, was uns Leonardo selbst in seinem Werk Abhandlung über das Malen erklärt. Leonardo verwendete für die Personen in seinen Bildern bestimmte visuelle Typen. Es gibt einige Dutzend solcher Typen und der Schülertyp war der am häufigsten verwendete. Johannes war der jüngste seiner Jünger und er war der Jünger, den Jesus liebte. Johannes wird deswegen ausnahmslos als Schüler dargestellt. Der Schüler hat langes Haar. Er trägt keinen Bart, denn er ist zu jung dafür. Er ist unerfahren und er hängt an den Lippen seines Meisters. Da Vinci malte nicht Maria Magdalena. Er hat Johannes den Evangelisten gemalt. Es wird wohl schwer sein, einen Kunsthistoriker zu finden, der mit Dan Browns Theorie einverstanden ist. Die Kunsthistoriker wissen, dass diese Theorie albern ist und, um es ganz deutlich zu sagen, sie sind nicht willens, ihren guten Ruf gegen den Spott der Kollegen einzutauschen. Im Abendmahl soll eine Botschaft über die Beziehung zwischen Jesus und Maria Magdalena verborgen sein. Unbedingte Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Leonardo da Vinci Großmeister der Prieuré de Sion war. Außerdem stellt sich die Frage, ob da Vinci überhaupt die Freiheit gehabt hätte, die Heilige Schrift seinen Vorstellungen gemäß neu zu interpretieren. Während der Renaissance bekam der Künstler einen Auftrag, innerhalb dessen er viele Freiheiten besaß. Aber er bekam auch ganz spezielle Richtlinien, denen er folgen musste. Und wir können sicher annehmen, dass Leonardo sich an die Richtlinien hielt. Was Leonardo hier abbildet, ist nicht der Moment der Wandlung. Es ist der Moment, an dem alle Jünger verkünden, dass sie Jesus Christus niemals verleugnen oder verraten werden. Judas, Petrus und Johannes sind zusammengruppiert, denn sie verkörpern die drei Reaktionen. Judas verrät Christus und kommt nie zurück. Petrus verleugnet Christus, aber er kehrt zurück. Johannes ist der Einzige, der Jesus Christus niemals verleugnet oder verraten hat. Das erklärt auch, warum noch jeder seinen eigenen Becher hat. Dieses Gemälde hat nichts mit der Eucharistie zu tun. Und es gibt noch einen Fehler in Dan Browns Interpretation. Ein Fehler, der die meisten Forscher nicht stören würde, aber es stört jeden Kunsthistoriker. Das Abendmahl ist kein Fresko, also in einfachen Worten Farbe gemischt mit Putz. Vielmehr ist es eine Temperamalerei auf Stein oder eine trockene Mauer. Daher traten schon wenige Jahre nach der Fertigstellung massive Schäden auf. Nach unzähligen Versuchen, das Abendmahl zu restaurieren, ist klar, dass nichts von dem, was Leonardo ursprünglich auf diese Wand malte, heute noch da ist. Aber warum sollte man so viel Aufwand betreiben, Maria Magdalena in das Gemälde zu interpretieren, wenn die moderne Wissenschaft diese Vorstellung als albern abstempelt? Wer war diese Frau wirklich? Und warum ist sie so wichtig für Dan Browns Roman? Bei einer literarischen Runde kurz nach dem Erscheinen seines Buches erklärte Brown, dass ihn erstmals ein Universitätsprofessor auf die Anwesenheit von Maria Magdalena im Abendmahl aufmerksam gemacht hat. Der Professor hätte ihm gesagt, wenn Sie auf Jesus' rechte Seite blicken, sehen Sie den Heiligen Gral. Und dessen Name ist Maria Magdalena. Jahrhundertelang stand im Zentrum der Gralslegende der Kelch des letzten Abendmahles. Das Gefäß, das das heilige Blut Christi enthielt. Die Suche nach diesem Kelch, dem Heiligen Gral, ist wohl der Ursprung der Sage um König Artus und seiner Tafelrunde. Wie kommt es, dass nun plötzlich Maria Magdalena der Heilige Gral sein soll? Zunächst einmal müssen wir verstehen, dass Leonardos Gemälde anderen Werken aus Florenz ähnelt, in denen ebenfalls die Hingabe und der Verrat betont werden, und nicht die Eucharistie und der Kelch. Brown liegt mit seiner Interpretation des wundervollen Gemäldes vom letzten Abendmahl falsch. Tatsächlich ist laut vieler Kunstexperten nahezu alles, was Dan Brown über Leonardo sagt, falsch. Der sogenannte Beweis, dass Maria Magdalena das Gefäß ist, der Kelch mit dem Blut Christi, beruht einzig und allein auf fantasievollen Spekulationen. Etwa im 15. Jahrhundert kam die Idee auf, der Heilige Gral sei kein Gefäß, sondern ein Stammbaum.
In Sakrileg ist der heilige Gral das Sang Real, sozusagen der Stammbaum von Jesus. Maria Magdalena führt diesen Stammbaum fort, indem sie sein Kind gebiert. Und damit ist sie letztendlich das Gefäß mit dem Blut Christi. Und noch einmal, ohne jegliche schriftliche oder historische Quelle wendet sich Dan Brown dem Gemälde des Abendmahls zu. Das M, das im Bildaufbau zu erkennen ist, enthält in seiner Mitte ein V. Und laut Brown ist dies seit Urzeiten ein verbreitetes Symbol für den weiblichen Schoß. Es gibt eine generelle Zustimmung, dass Maria Magdalena etwas Besonderes war. Nicht zuletzt, weil sie die Erste war, die den auferstandenen Heiland gesehen hat. Und das allein hebt sie unter den anderen fünf Marien, die in den Evangelien erwähnt werden, heraus. Und sollte sie das Kind von Jesus geboren haben, wären sie sicherlich verheiratet gewesen. Leider gibt es aber überhaupt keinen Hinweis auf eine Ehe oder ein Kind. Und sicher wird kein Kunstexperte Dan Browns Ansicht teilen, dass Leonardo Maria Magdalena und nicht Johannes den Evangelisten neben Jesus gemalt hat. In diesem großartigen Meisterwerk des Abendmahls. Doch glücklicherweise müssen wir uns weder mit fantasievollen Spekulationen noch mit den Ausführungen einiger Professoren für Kunstgeschichte auseinandersetzen. Denn Leonardo da Vinci selbst hat uns eine Antwort gegeben. Er fertigte sehr viele Skizzen für das Gemälde an, darunter auch Skizzen, auf denen die Jünger benannt sind. Das ist ein weiterer Grund, warum wir wissen, dass nicht Maria Magdalena neben Jesus sitzt. Es ist Johannes der Evangelist. In Frankreich jedoch hält sich hartnäckig die Überlieferung, dass Maria Magdalena nach der Kreuzigung zusammen mit Josef von Arimathea in den Süden des Landes kam und dort ein Kind gebar. Eine Tochter namens Sarah. Und wie es in Sakrileg heißt, gibt es Beweise für die heilige Ehe, zu finden in den gnostischen Evangelien, die in Ägypten entdeckt wurden, und in den Dossiers Secret, die in der französischen Nationalbibliothek auftauchten. Beides sind Entdeckungen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Aber welche Rätsel sind in diesen geheimen Dokumenten verborgen und um was handelt es sich bei den gnostischen Evangelien genau? Sind es wirkliche Evangelien? Werden sie von irgendeiner Religion oder Kirche anerkannt? Der Verlauf der Mordgeschichte in Sakrileg ist etwas ungewöhnlich. Die Spuren tauchen nicht auf, um den Mordfall zu klären. Nein, der Mord ist ein Kunstgriff, der es dem Autor erlaubt, die Spuren zu präsentieren. In ihrem Versuch, die Polizei abzuschütteln, stolpern der Symbolologe und die Kryptografin über einen alten Bekannten des Amerikaners. Es handelt sich um einen britischen Experten für den Heiligen Gral namens Teabing. Diese Figur des Romans bringt Maria Magdalena in Verbindung mit dem Gral. Sie ist nicht der Besitzer des vermeintlichen Kelches. Sie selbst ist das Gefäß. Wie passt dies mit den konventionellen Gralslegenden zusammen? Nun, der Heilige Gral wurde allgemein immer als der Becher oder der Kelch des letzten Abendmahles angesehen. Dann dachte man, er könne auch eine Platte oder ein Kessel sein. Im Mittelalter ist der Gralsmythos dann explodiert und Dinge wie ein Schwert, ein Speer, eine Lanze und ähnliches wurden in die Legende mit eingebaut. Normalerweise hielt man ihn aber für den Kelch, den Christus beim letzten Abendmahl verwendete. Dan Brown rückt in eine ganz andere Dimension vor. Er ändert die Vorstellung vom Heiligen Gral vollkommen. Aus einem Gegenstand wird eine Person, genauer gesagt Maria Magdalena. Und um dies alles zu belegen, benutzt er die gnostischen Evangelien. Im 20. Jahrhundert wurden viele bedeutende Dokumente wiederentdeckt. Die Schriftrollen vom Toten Meer sorgten in der Welt der Wissenschaft für Aufruhr mit Zehntausenden Dokumenten und Textfragmenten, die im Zusammenhang mit dem Alten Testament stehen. Aber schon vor dem Fund der Qumran-Rollen tauchten in der Nähe der ägyptischen Stadt Nag Hammadi uralte Schriften auf, die mit dem Neuen Testament in Verbindung stehen. Diese Schriften enthalten das, was als gnostische Evangelien bekannt wurde. Aber was enthalten sie genau und wie unterscheiden sie sich vom Neuen Testament? In Nag Hammadi hat man 4 oder 5 Evangelien ausgegraben, die nicht in der Bibel vorkommen und die Teil dieser gnostischen Zusammenstellung sind.
Der Gnostizismus war eine Mischung aus christlicher und griechischer Philosophie. Diese Evangelien vertreten eine vollkommen andere Theologie als die Evangelien im Neuen Testament. Deshalb wurden sie auch nie ins Neue Testament aufgenommen. Die Aussage im Roman, dass es insgesamt 80 Evangelien gibt und dass diese vier ausgewählt worden sind, ist vollkommen falsch. Gnostizismus leitet sich vom altgriechischen Wort für Wissen, Gnosis, ab. Tatsächlich steht in vielen Buchläden eine gnostische Bibel. In ihr finden sich auch die Evangelien wieder, die man bei Nag Hammadi entdeckt hat. Hier sollten wir uns einige Aussagen aus Sakrileg genauer ansehen. Uns wird dort Folgendes gesagt: Mit dem Verbergen der Wahrheit über die Ehe zwischen Jesus und Maria Magdalena, so Brown, ist die Kirche in dem größten Verschleierungsskandal der menschlichen Geschichte verwickelt. Und die gnostischen Evangelien sollen dafür den Beweis liefern. Aber was sagen sie uns tatsächlich? Im Philippus-Evangelium steht, die Gefährtin von Jesus war Maria Magdalena. Er liebte sie mehr als seine anderen Jünger. Und dann schreibt Dan Brown, dass er sie oft auf den Mund küsste. Aus nachvollziehbaren Gründen fehlen auf dem Manuskript einige Worte. In diesem Fall zum Beispiel heißt es, Jesus küsste sie oft auf, und dann ist da eine Lücke. Dan Brown hat sie ausgefüllt und schreibt nun auf den Mund. Aber vielleicht heißt es auch auf die Stirn oder sogar auf die Hand. Diese Stelle sagt nichts über eine Ehe aus. Nun zum Wort Gefährtin. Das ist für Dan Brown ganz entscheidend, denn er erklärt, dass jeder, der des Aramäischen mächtig ist, weiß, dass Gefährtin Ehefrau bedeutet. Aber dabei gibt es zwei Probleme. Zunächst einmal ist das Dokument nicht aramäisch, sondern koptisch. Und zweitens bezieht sich in fast jeder Sprache das Wort Gefährtin auf Freundschaft oder Freund und nicht auf eine Ehe. Etwas später wird im Roman das Evangelium der Maria herangezogen, um zu offenbaren, dass es Jesus' Absicht war, Maria Magdalena als neues Oberhaupt der Kirche einzusetzen, als eine Art weibliche Gottheit. Es entsteht dabei der Eindruck, das Marienevangelium sei genauso hoch einzuschätzen wie die Evangelien des Neuen Testaments und andere historische Dokumente. Aber ist das wirklich wahr? Haben tatsächlich Einwände eines heidnischen Kaisers namens Konstantin verhindert, dass Maria Magdalena als Göttin verehrt wurde, als Verkörperung des sogenannten göttlich-weiblichen? Brown stellt diese empörende These auf und stützt sich dabei auf die gnostischen Evangelien, in denen davon allerdings gar nicht die Rede ist. Aber selbst wenn es so wäre, es wäre irrelevant. Sie wurden 200 Jahre nach den anderen Evangelien geschrieben, und zwar von einer Person, die vorgab, jemand anderes zu sein. Kein echter Wissenschaftler kann ihnen historische Bedeutung beimessen. Auf Seite 323 in Sakrileg erklärt Tiebing, der Theologieexperte des Romans, dass fast alles, was unsere Väter uns über Christus gelehrt haben, falsch ist. Die Verantwortlichen dafür sollen Konstantin und das Konzil von Nicäa gewesen sein. Sie hätten uns all diese Lügen aufgetischt. Dem Leser wird erklärt, dass erst eine Abstimmung der versammelten Bischöfe in Nicäa Jesus zum Sohn Gottes machte, mit einer ziemlich knappen Mehrheit obendrein. Ist das Christentum, wie wir es heute kennen, wirklich eine Schöpfung aus dem 4. Jahrhundert und nicht aus dem 1.? Zweifellos war Konstantin eine wichtige Figur in der Geschichte des Christentums. Die Kirche wurde nicht mehr länger verfolgt, sie wurde nun vom Kaiser geschützt. Damit veränderte sich die frühe Kirche natürlich, aber längst nicht so grundlegend, wie uns der Roman glauben lässt. Die Kirchenhistoriker stimmen darin überein. Das nächste wichtige Vorkommnis nach den im Neuen Testament beschriebenen Ereignissen ist die Bekehrung Konstantins im Jahr 312. Aber was war der Auslöser für die Bekehrung Konstantins? Und gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass er tatsächlich die kirchliche Kontrolle übernahm? Laut dem Kirchenhistoriker Eusebius bereitete Konstantin einen Angriff auf Rom vor, als er ein Kreuz am Himmel sah mit der Inschrift »In diesem Zeichen sollst du siegen«. Dann erschien ihm Christus im Schlaf und wies ihn an, mit einem Ebenbild dieser Inschrift gegen den Feind anzutreten.
Er tat, was ihm gesagt wurde, und seine Armee gewann. Konstantin wurde Kaiser und erließ das Toleranzedikt, das die Christenverfolgung beendete. Und auch hier verzerrt Brown die Geschichte. Es war nicht Konstantin, der das Christentum zur Staatsreligion machte. Er führte 313 nur die Glaubensfreiheit ein. Erst später machte Theodosius den christlichen Glauben zur Staatsreligion, im Jahr 381. Die Jahre voller Streitigkeiten über Glaubensfragen schwächten das Reich. Konstantin war verärgert über den Aufruhr im Christentum und rief das erste ökumenische Konzil der Kirchenführer in Nicäa zusammen. Über 300 Bischöfe kamen und verabschiedeten dabei unter anderem das sogenannte Glaubensbekenntnis von Nicäa. In Sakrileg heißt es, die Göttlichkeit von Jesus sei im Mittelpunkt der Gespräche gestanden und sie sei mit einer knappen Mehrheit beschlossen worden. Die Aussage von Dan Brown, dass dies mit einem sehr knappen Ergebnis zustande kam, ist pure Fiktion. Von den 318 Bischöfen beim Konzil von Nicäa hatten vor der Entscheidung nur 5 Bedenken. Beim letzten Wahlgang stimmten ganze 2 dagegen. Das war also keine besonders spannende Sache. Konstantin kümmerten die spitzfindigen Glaubensfragen wenig, solange sie ihn nicht betrafen. Tatsächlich hielt der Kaiser selbst die Eröffnungsrede beim Konzil von Nicäa. Er erklärte, die Uneinigkeit über die Kirchenlehre sei ebenso schrecklich wie Krieg. Dann geht es um die Bibel selbst. Laut Dan Browns Roman war es Konstantin, der entschied, welche Schriften in den kirchlichen Kanon Einzug hielten. Hat tatsächlich Konstantin eine so tiefgreifende Entscheidung getroffen, welche Evangelien in die Bibel aufgenommen und welche weggelassen werden? So sehr sie es auch versucht haben, die Wissenschaftler haben keine einzige Zeile in den noch existierenden Protokollen des Konzils gefunden, die sich damit befassen, welches Buch in die Bibel soll und welches nicht. Man diskutierte hauptsächlich über die Herkunft von Christus und Ähnliches, ob er dem Vater gleichgestellt war zum Beispiel. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Kanon diskutiert wurde. Es ist kein großes Geheimnis, wie wir das Neue Testament bekamen. Jedes Buch des Neuen Testaments wurde von einem Kirchenvater geprüft und dann vorgeschlagen. Das geschah innerhalb einer Generation nach Christi Tod. Und alle 27 Bücher wurden noch vor Ende des ersten Jahrhunderts anerkannt und aufgenommen. Wurden in der Geschichte des Christentums Fakten und Fiktion vertauscht? Akzeptiert irgendjemand die gnostischen Evangelien als verlässliche Wegweiser durch die Geschichte des Neuen Testaments? Können Wissenschaftler und Historiker eine Verbindung zwischen Leonardo da Vinci und der Prieuré de Sion nachweisen? An diesem Punkt vermittelt der Roman Sakrileg beim Leser ein ungewöhnliches Bild von den ersten 300 Jahren Christentum. Laut dem Buch waren die Christen nur eine kleine, zerstrittene Sekte, die den Lehren eines Mannes folgte, der gekreuzigt wurde. Danach wurden die Christen von Männern geführt, die logen, um die wahren Lehren von Jesus Christus zu verheimlichen und ihre eigene Macht zu stärken. Ist es möglich, dass die Kirchenführer tatsächlich an Jesus' Göttlichkeit zweifelten, bis Konstantin kam und ihn per kaiserlichen Erlass zum Gott erhob? Und wieder einmal irrt der Roman Sakrileg. Die Behauptung, dass die Göttlichkeit von Jesus in Nicäa festgelegt wurde, also 300 Jahre nach der Zeit von Jesus, ist einfach falsch. Wir müssen uns nur ansehen, was Jesus den Priestern antwortete, die ihn kreuzigen ließen. Er verkündete, er würde zur Rechten des Vaters sitzen. Mit dieser Aussage erhebt er sich zum Gott. All das geschah 300 Jahre vor Nicäa. Diese Theologie stammt von Jesus selbst, nicht vom Konzil von Nicäa. In Dan Browns Sakrileg heißt es jedoch, bis zum Konzil von Nicäa wurde Jesus von seinen Anhängern als sterblicher Prophet betrachtet, als ein großer und mächtiger Mensch, aber eben als Mensch, ein sterblicher Mensch.
Wir haben wichtige, nichtchristliche Quellen, die belegen, dass Jesus schon in den ersten Jahrhunderten angebetet wurde. Plinius, ein Statthalter, schrieb Kaiser Trajan im 2. Jahrhundert, dass die Christen Jesus als Gott verehren. Plinius hatte keinen Grund, etwas zu verfälschen. Er war kein Christ. Er hat nur beschrieben, was geschehen ist. Das ist also ein wichtiges Beweisstück. Bestätigt wird er von dem, was die Kirchenväter über Jesus geschrieben haben, zum Beispiel Justinius, der Märtyrer, oder Irenäus, die ebenfalls betonen, dass sie Jesus als Gott ansehen. Das war 200 Jahre vor Nicäa und zeigt eindeutig, dass nicht das Konzil von Nicäa verantwortlich für die Göttlichkeit von Jesus ist. Es scheint so, als würde Sakrileg schlicht und einfach alle Dokumente ignorieren, die zur Zeit des Neuen Testaments geschrieben wurden. Aber kehren wir zurück zum Dauerthema des Buches. Das große Geheimnis von der Ehe zwischen Jesus und Maria Magdalena. Sollte dies wahr sein, hätte Maria sicher eine besondere Rolle unter seinen Anhängern eingenommen. Gibt es irgendetwas, das darauf hindeutet? In dem gnostischen Marienevangelium wird beschrieben, dass Maria Magdalena eine besondere Offenbarung hatte, die vom Heiland kam. Auf Petrus Bitte hin erzählte sie den anderen Jüngern von ihrer Offenbarung. Dann sagte Petrus, sollen wir uns abwenden und nun alle ihr zuhören? Liebt er sie mehr als uns? Aber dann schritt Levi ein und sagte, wenn der Heiland sie für würdig hält, wie kannst du sie ablehnen? Diese Geschichte wirkt, als würde Maria Magdalena über alle gestellt. Doch in Wahrheit nutzten sie die Gnostiker einfach, um einige ihrer Regeln und ihre Lehre zu rechtfertigen. Auch hier wendet sich der Roman den Gemälden von Leonardo zu, um zu beweisen, dass der Künstler Mitglied der Priore de Sion war, einer Göttin huldigte und dass er verschlüsselte Botschaften in seinen Gemälden verbarg. In diesem Zusammenhang soll die Mona Lisa ein Rätsel sein, ein Symbol. Aber für was? Dan Brown behauptet, dass die Mona Lisa weder männlich noch weiblich sei, sondern androgyn. Und er erklärt, der Name Mona Lisa sei abgeleitet von den Namen des ägyptischen Gottes Amon und der Göttin Isis. Mona Lisa sei ein Anagramm der göttlichen Vereinigung des männlichen und weiblichen Prinzips. Und wieder einmal fällt Mr. Browns Anspruch auf Richtigkeit der modernen Wissenschaft zum Opfer. Die Mona Lisa kann alles Mögliche sein. Sie kann ein Porträt einer Dame aus Florenz mit dem Namen Mona Lisa Giacondo sein. Ein Porträt von Leonardos Mutter oder es ist seine Vorstellung der idealen Frau. Aber nicht er gab dem Gemälde den Namen Mona Lisa. Das geschah viel später mit seinem Biografen Vasari. Die Verbindung von Leonardo da Vinci mit dem, was viele Wissenschaftler religiöse Häresie nennen, ist allein darauf aufgebaut, dass er Teil einer langen Reihe von Großmeistern der Priore de Sion war. Ein weiterer Fakt, den der Leser akzeptieren muss. Auch Sir Isaac Newton soll Mitglied der Priore gewesen sein. Gelehrte Historiker und Theologen stimmen jedoch überein. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte für Da Vincis oder für Newtons Verstrickung in irgendeine religiöse Geheimorganisation. Isaac Newton hinterließ tausende Aufzeichnungen, die es heute noch gibt. Viele davon beschäftigen sich mit religiösen Themen. Er sah die Bibel als eine Art Code. Aber warum gibt es in diesen Aufzeichnungen keinerlei Anmerkungen zu einem Code von Da Vinci und keinen Hinweis auf die Priore de Sion? Laut Dan Brown wurde die Priore de Sion 1099 vom König von Frankreich gegründet. Sie hat vermutlich einen militärischen Ableger hervorgebracht, der mit 9 Rittern begann, sich vergrößerte und sich zu den bekannten Tempelrittern entwickelte. Ihre Aufgabe war es, so Dan Brown, in die heilige Stadt zu ziehen, die Tempelruinen zu durchstöbern und alle Dokumente zu sichern, die Maria Magdalena betrafen. Nun, es hat sich herausgestellt, dass die Priore de Sion 1956 gegründet wurde, etwa 1000 Jahre später als Dan Brown behauptet. Der Gründer war eine bizarre und zwiespältige Figur namens Pierre Plantard, ein Antisemit mit kriminellem Hintergrund. Auf seine gefälschten Schriften baut Dan Brown seine Theorien auf. Dem Autor nach wurde die Existenz der Priore de Sion durch den Fund der Dokumente in der Nationalbibliothek in Paris bestätigt.
Darin seien angeblich alle Namen der Großmeister dieser Organisation aufgelistet. Diese Papiere, die als Dossier Secret bekannt wurden, enthielten unter anderem die Namen Botticelli, Victor Hugo, Isaac Newton und Leonardo da Vinci. Tatsächlich wurden diese Dokumente jedoch von Pierre Plantin dorthin gebracht. Einer seiner Anhänger hat vor kurzem gestanden, an der Fälschung beteiligt gewesen zu sein. Dies wurde in vielen französischen Büchern diskutiert und auch in einer BBC-Dokumentation aus dem Jahr 1996. Erstaunlich ist jedoch, dass Dan Brown das scheinbar nicht wusste. Wenn es aber keine Prieuré de Sion gibt, so wie sie in Dan Browns Buch beschrieben ist, was ist dann mit dem Opus Dei? Was wissen wir über diese Geheimorganisation? Es ist keine Geheimorganisation, wie Brown es darstellt. Es gibt sicher keine riesenhaften Albino-Assassinen. Und vor allem sind die meisten Mitglieder keine Mönche. Es sind alles Laien. Das Opus Dei ist eine offizielle Organisation der römisch-katholischen Kirche. Es wurde vom heilig gesprochenen José María Escrivá in den 40er Jahren in Spanien gegründet. Das Opus Dei ist nicht unheimlicher als die Zeugen Jehovas. Das Opus Dei zeigt den Menschen, wie sie ein frommes Leben führen können, auch im Beruf. Historisch richtig ist es jedoch, dass es einen sehr mächtigen kriegerischen Orden gab. Die Tempelritter. Da sie nichts mit der Prieuré de Sion zu tun haben können, stellt sich die Frage, wer waren sie und welche Rolle haben sie gespielt? Die Tempelritter sind natürlich sehr bekannt, laut Dan Brown. Sie waren ein Kreuzritterorden und hatten mit der Suche nach dem Heiligen Gral zu tun. Sie waren mit den geheimen Dokumenten vertraut, die die Tatsache belegen, dass Jesus mit Maria Magdalena verheiratet war und dass sie ein Kind miteinander hatten. Nun ist es aber so, dass die echten Tempelritter einfach geschworen hatten, die Wege ins Heilige Land zu verteidigen, zum Wohle der Pilger, die von ganz Europa nach Jerusalem strömten. Und sie waren für die damaligen Pilger eine Art Reisebüro, wenn man so will. Sie genossen innerhalb der Kirche einen hohen Stellenwert und schlugen ihr Hauptquartier in Jerusalem auf, in der Nähe des Felsendoms. Von dort aus verwalteten sie ihre riesigen Besitztümer in Europa und im Heiligen Land. Die Templer errichteten eine Vielzahl von Festungen und Kirchen. Viele davon werden immer noch genutzt, zum Beispiel die Temple Church in London und laut Dan Brown auch die Ruslin Chapel. Dies sind zwei der mysteriösen Schauplätze am Ende des Buchs. Ruslin Chapel in Schottland ist der Ort, an dem das Mysterium zu Ende geht. Zweifellos ist es eine wunderschöne und einzigartige Kirche. Aber haben wirklich die Tempelritter sie gebaut? Gibt es noch weitere historische oder religiöse Geheimnisse, die in Sakrileg aufgedeckt werden? Die Popularität des Buches und der Wille vieler Leser, die Aussagen darin als Fakten zu akzeptieren, hat dazu geführt, dass Dan Brown der Kirche einen schweren Schlag versetzt hat. Oder bestätigt sein Buch letzten Endes nur die biblischen Lehren? Hier in der wunderschönen Roslyn Chapel wird das Rätsel des Romans endlich gelöst. Durch die Entdeckung eines Hexagrammes, das angeblich in den Boden der Kirche getreten ist. Und wieder einmal stellt sich ein Fakt als nicht ganz richtig heraus. Willkommen in der Roslyn Chapel. Die Kapelle wurde 1446 von Sir William Sinclair erbaut. Dan Brown erzählt uns, dass sie von den Tempelrittern gegründet und errichtet wurde, aber das stimmt nicht. Die Templer haben nichts mit der Roslyn Chapel zu tun. Dan Brown erzählt uns, es gebe einen sechsstrahligen Stern, der in den Boden der Roslyn Chapel getreten sei. Er sei als Davids Stern oder als Siegel Salomons bekannt. Dieser Stern sei sehr groß. Er verbinde die wichtigsten Gegenstände in der Kapelle miteinander, einschließlich der Säule des Lehrlings dort drüben. Er soll hier unten dort hinüber verlaufen. Nun, normalerweise darf man in der Roslyn Chapel nicht unter den Teppich sehen, aber wir dachten, wir erlauben Ihnen einen kurzen Blick. Wie Sie sehen können, gibt es hier weder einen sechsstrahligen Stern noch irgendwelche eingetretenen Pfade. Das hat Dan Brown erfunden. Dan Browns Figuren sind zugegebenermaßen erfunden, so wie die Handlung seiner geheimnisvollen Geschichte.
Die Probleme tauchen nur auf, weil er erklärt, einige Teile seiner Geschichte entsprechen Fakten und sämtliche Werke der Kunst und Architektur und alle Dokumente sind wirklichkeits- bzw. wahrheitsgetreu wiedergegeben. Die knappe Zeit erlaubt es uns eigentlich nur, die Hauptthemen des Buches anzusprechen. Doch viele andere, der oft obskur erscheinenden Behauptungen, fordern ebenfalls eine kritische Untersuchung. Die Werke der Architektur beispielsweise. Der kleine Ausflug des Romans in die gotische Architektur führt zu dem Schluss, dass die Templer in den großen Kirchen Symbole der weiblichen Sexualität angebracht hätten, um dem göttlich-weiblichen zu huldigen. Und das ist natürlich Unsinn. Die typische gotische Kirche hat außerdem die Form eines Kreuzes und nicht die Form des weiblichen Schoßes. Und die Form stammt von römischen öffentlichen Gebäuden und nicht von heidnischen Tempeln. Am Anfang von Sakrileg gibt es eine Szene, die zeigt, wie weit Dan Brown von der Realität entfernt ist. Sophie, die Heldin und Enkelin des Mordopfers, nimmt Leonardos Felsgrotten-Madonna von der Wand. Sie verwendet sie als Schild, denn sie weiß, dass der Wachmann nicht auf das wertvolle Gemälde schießen wird. Das Problem ist nur, das Bild ist sehr groß und hat einen massiven Holzrahmen. Brown schreibt, das Bild sei 2 Meter hoch. Er schreibt es zweimal. Tatsächlich ist es über 2,50 Meter hoch. Unmöglich, diesen massiven Rahmen, der zwischen 250 und 300 Pfund wiegt, zu bewegen. Aber Brown geht noch weiter und erzählt seinen Lesern in der ersten Fassung des Buches, Nonnen vom Orden der unbefleckten Empfängnis hätten das Bild in Auftrag gegeben und die Details festgelegt. Das Problem ist, in diesem Orden gibt es nur Männer, ausschließlich Männer. Und die meisten davon sind Laien. Schriftgelehrte, Historiker, Wissenschaftler, Kunsthandwerker und Architekten sind sich der Mythologie um Maria Magdalena schon seit langem bewusst. Warum nun dieses plötzliche Interesse? Vielleicht, weil dieses Thema schwieriger nachzuprüfen und deshalb auch schwieriger zu entkräften ist, wenn es in der fiktiven Geschichte eines Romans aufgegriffen wird. Wenn man sich all diese Fehler in Sakrileg ansieht, die Fehlinterpretationen, Täuschungen, Verzerrungen und Unwahrheiten, dann stellt sich die Frage, ob er nicht in erster Linie beabsichtigte, der Kirche mit diesem Roman einen schweren Schlag zu versetzen. Warum sollte man einen äußerst unterhaltsamen Roman mit Aussagen und Darstellungen durchsetzen, die einen großen Teil der Leser verärgern? Doch wohl nur, wenn das von Anfang an beabsichtigt war. Wenn das Dan Browns Absicht war, hatte er eindeutig Erfolg damit. Hier sind einige weitere Auszüge aus dem Buch, die die Wissenschaftler scheinbar besonders wütend gemacht haben. Das frühe Judentum hatte sexuelle Fruchtbarkeitsriten praktiziert, im Tempel. Die alten Juden glaubten, dass im Allerheiligsten von Salomons Tempel nicht nur Gott, sondern auch sein machtvolles weibliches Gegenstück Shekinah gegenwärtig sei. Diese grauenhafte Behauptung beruht wohl eher auf Fantasie als auf Fakten. Nichts ist im jüdischen Glauben grundlegender als der Glaube an einen Gott und nur an einen. Es gibt kein weibliches Gegenstück. In Wirklichkeit ist die Vorstellung, Gott einem Geschlecht zuzuordnen, für die Hebräer etwas derart Abscheuliches, dass sie nicht einmal ein Wort für Göttin haben. Das aus den 4 Buchstaben YHWH bestehende jüdische Wortkürzel, der heilige Name Gottes, setzte sich zusammen aus den Buchstaben des Wortes Jehova, einer androgynen Vereinigung des männlichen Yah und des vorhebräischen Wortes für Eva, Chava. Das ist vollkommen falsch. Jahwe war der ursprüngliche Name für Gott, abgeleitet vom hebräischen Verb sein. Aber dann kam das Verbot, seinen Namen auszusprechen. Im 16. Jahrhundert ergänzten die Rabbis die Konsonanten Jahwe mit den Vokalen des Wortes Adonai oder Herr. Heraus kam das Wort Jehova. All das hat absolut nichts mit einer androgynen Vereinigung zu tun. Die Heilige Schrift hat sich angesichts zahlloser Hinzufügungen, Korrekturen und Neuübersetzungen verändert und fortentwickelt. Es hat nie eine endgültige Version des Buches der Bücher gegeben. Das ist vollkommen irreführend. Die einzigen Veränderungen, die die Bibel durch die Jahrhunderte je erfahren hat, waren sinnvollere Übersetzungen des hebräischen und des griechischen Originals des Neuen Testaments. Dem Text wurde nichts hinzugefügt. Nein, es gab sogar Schreiber, die ihr ganzes Leben der Erhaltung der Originale gewidmet haben. Sie haben sie kopiert, originalgetreu, Wort für Wort. Konstantin ließ fast alle alten Schriften vernichten.
Zum Glück für uns Historiker blieben einige dennoch der Nachwelt erhalten. In einer Höhle bei Qumran in der Wüste von Judäa wurden im Jahr 1950 die Schriftrollen vom Toten Meer entdeckt. Hier haben wir drei schwere Fehler in nur etwas mehr als drei Zeilen. Konstantin zum Beispiel hatte nichts mit der Vernichtung von Evangelien bzw. deren Genehmigung zu tun. Zweitens wurden die Schriftrollen vom Toten Meer 1947 entdeckt, nicht 1950. Und drittens haben die Schriftrollen vom Toten Meer nichts mit den Evangelien zu tun oder mit dem Leben von Jesus Christus. Das sind bizarre Fehler, wenn man bedenkt, dass verkündet wird, das Buch sei peinlich genau recherchiert. Eigentlich ist fast jeder Punkt in Dan Browns Buch, der das Christentum betrifft, auf irgendeine Art und Weise angefochten worden. Am meisten gelitten hat aber wohl Leonardo da Vinci, der als Haupttäter dargestellt wird, wenn es darum geht, Geheimnisse zu verbergen. Kann es möglich sein, dass dies tatsächlich das wichtigste Anliegen seiner Arbeit war? Leonardo hatte selbst kein Interesse an dem Okkulten. Er machte sich über die Alchemie lustig. Vielleicht zweifelte er die Religion an, denn damals war die Kirche sehr korrupt, also im 15. und 16. Jahrhundert. Aber er gab den christlichen Glauben nicht auf. Am Ende seines Lebens empfing er durch die Kirche die Sterbesakramente und er traf die Vorbereitungen für ein ordentliches christliches Begräbnis. In Leonardos Testament, das er vor Zeugen diktiert hat, vertraut der Künstler seine Seele dem allmächtigen Gott an, keiner Göttin. Er hofft auf den Segen der Jungfrau Maria, nicht von Maria Magdalena. Und er bittet den heiligen Michael und alle anderen Heiligen und Engel im Paradies um Beistand. Das klingt nicht wirklich wie ein Mann, der eine Vorliebe für Göttinnen hat. Etwa ab der Hälfte des Buches beginnen diese ganzen Fehlinformationen. Ich will nicht behaupten, man hätte keinen Spaß beim Lesen. Natürlich hat man Spaß beim Lesen, aber genau das ist das Problem. Das Gift ist sorgfältig versteckt in kleinen, köstlichen Leckereien und das ist schon fast teuflisch. Es ist genau gesagt, eines der am schlechtesten recherchierten Bücher, das ich in meinem Leben gesehen habe. Das Problem an Dan Browns Buch, ein paar Fakten, eine ganze Menge Fiktion und man weiß nicht, was was ist. Der Autor erntet die Früchte seines außergewöhnlich erfolgreichen Werkes und er ist sich der Aufregung, die er unter den Historikern und Theologen verursacht hat, durchaus bewusst. Am Ende eines langen Fernsehinterviews erklärte Dan Brown seine Position mit folgenden Worten. Zitat: Das Mysterium der Geistlichkeit, der Heilige Gral, die Ursprünge unserer Religionen, diese Themen haben einen tief spirituellen Nachhall. Sie treffen den Kern der menschlichen Psyche. Und egal, ob Sie diese Themen annehmen oder sie ablehnen, sie sind nun auf dem Tisch und wir sprechen über sie. Und das sind Themen, die jahrhundertelang tabu waren. Es ist nicht nur ein Religionsproblem. Hier heißt es Fakten gegen Fiktion, Wahrheit gegen Lügen, Sorgfalt gegen Schlamperei. Sakrileg wäre längst nicht so lästig, wenn die ungenauen Darstellungen nicht eine Weltreligion verunglimpfen würden. Sakrileg scheint zielgerichtet, ein falsches Bild einer Religion zu zeichnen, die hunderten Millionen Menschen heilig ist. Ich denke, man kann erkennen, dass Dan Brown sowohl theologisch als auch kunstgeschichtlich falsch liegt. Tatsächlich ist der Anteil Fiktion, von dem er behauptet, er sei keine Fiktion, die wohl beste Fiktion in seinem ganzen Buch. Wenn es irgendetwas Gutes gibt, das das Phänomen Sakrileg auslöste, dann, dass es viele Fragen über wichtige Themen angeregt hat. Wer war Jesus? Und wie sah das frühe Christentum aus? Es gibt jedoch auch etwas sehr Negatives. Bei dem ganzen Gerede über die Ehe zwischen Jesus und Maria Magdalena, bei den Ausführungen über das göttlich-weibliche und über all das, was Dan Brown die wahre Geschichte nennt. Bei all dem ging mittendrin die wahre Geschichte verloren. Die Popularität des Romans mag sinnvolle und konstruktive Diskussionen nach sich gezogen haben. Über die Grundzüge des christlichen Glaubens und darüber, wer Jesus Christus wirklich war. Dennoch stellen viele Experten eine naheliegende Frage. Ist es klug oder überhaupt sinnvoll, einem Romanautor Fehler in der Deutung von Glaubensfragen vorzuwerfen? Die Wahrheit, die tatsächliche Wahrheit, ist für jeden von uns greifbar. Vielleicht sogar in einem Regal Ihrer Bibliothek.
Was Dan Browns Bestseller Sakrileg betrifft, er sollte so gelesen und genossen werden, wie es ihm zusteht. Als ein unwiderstehlicher, fiktiver Roman.